Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch Go auf dem Kisedo Go Server. Ich spiele heute als sechster Q gegen einen sechsten Q, spiele hier mit Schwarz, wie ihr seht, und möchte als Idee für die Partie wieder mich stets daran erinnern, dass es wichtig ist, solide zu spielen, das heißt, keine gravierenden Schwächen bei den eigenen Gruppen zu lassen, was insbesondere bedeutet, die Schnittpunkte zu schützen. Ja, und aus einer Position der Stärke heraus zu agieren. Das ist so ein bisschen die Idee. Ich werde mal hier den noch spielen. Und jetzt ist die Frage, ob der auch noch Sinn macht, weil mein Gegner macht hier ganz schön Gebiet hier auf der dritten Linie. Aber ich glaube, vom Einfluss her ist das in Ordnung, denn der Stein wird jetzt relativ schwach dadurch. Schauen wir mal, wie lange mein Gegner das spielt. Nosoki hier bei E14 könnte man sich jetzt vorstellen. Ja, mein Gegner will vorwärts kommen, deswegen spielt er diesen Kamer. Aber das ist für mich in jedem Fall gut, ihn auf der zweiten Linie kriechen zu lassen, kann einfach kein Vorteil für Weiß sein. Die Power, die Schwarz jetzt hier generiert, ja, die macht sich nicht so gut im Konzept für Weiß. So, Weiß geht mit dem Zug ran. Der ist ein bisschen merkwürdig. Ziemlich weit weg von der Ecke. Und ich spiele jetzt den. Damit übe ich Druck auf diesen Stein aus. Und Weiß macht sich dran, den zu schützen. Und das ist in der Regel kein glückliches Konzept. Angenommen, er spielt Atari. Nee, das wäre mir nicht lieb. Ich drohe jetzt hier reinzugehen. Wenn ich jetzt hier spiele und er spielt Hane und ich spiele das, dann geht er einen weiter. Ich glaube, ich mache es so herum. Okay, gut. Das enorme Einfluss, der jetzt hier entstanden ist. Ich will trotzdem die Ecken nicht vernachlässigen, also spiele ich nochmal hier. Meine Gruppen sehen stark aus. Okay, dann gehe ich hier rein. Er wird wahrscheinlich trennen. Ja, und man sieht, das, was Weiß jetzt hier an Gebiet entwickelt hat, ist noch nicht viel. Sagen wir mal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, sagen wir mal 30. Und Schwarz hat Anspruch auf die Ecke,
Da wird ein bisschen was abfallen. Das ist enorm. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn dann schwer wird, hier genug Punkte zu bekommen. Er kann hier davor gehen. Er könnte sich auch hier ausbreiten. Also den F3-Stein zähle ich als gefangen. Ja. Und holen wir jetzt die Ecke. Wahrscheinlich wird er versuchen, hier was zu tun. Okay, er macht so herum. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Ja, also von solchen Zügen kann man auf jeden Fall nur abraten. So, dann schauen wir mal auf den Zwischenstand. Das Fuseki ist beendet. Es sind jetzt ungefähr 60 Züge gespielt worden und AI Sensei schätzt den Vorsprung von Schwarz auf ungefähr 15 Punkte. Woran liegt das? Weiß hat ein bisschen vernachlässigt, dass es strategisch ein Nachteil sein kann, dem Gegner mit A und B so massiven Einfluss in Richtung Zentrum, also in Richtung C, zu geben. Denn das wird sich in irgendeiner Art als Nachteil für Weiß herausstellen. Denn so einen Einfluss kann man nicht ohne weiteres reduzieren. Da muss ich Weiß ganz schön anstrengen, ganz schön ins Zeug legen, um das wieder auszugleichen. Denn einfach nur jetzt hier bei C irgendwo was reinzusetzen, wird so nicht ohne weiteres funktionieren. Außerdem darf man nicht vergessen, dieser Einfluss von A und B kommt ja zusätzlich zu den Ecken hier bei D, bei E und bei F. Das heißt also, das, was Schwarz jetzt an Gebiet auf dem Board kontrolliert, überwiegt das von Weiß kontrollierte Gebiet und deswegen gibt es Vorteile für Schwarz. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Dadurch wird die Ecke jetzt sehr groß. So, also wir können nochmal überschlagen. Sagen wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Und für Schwarz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 32, 34, 36, 38, 40. Ja, schon nochmal deutlich mehr. Ich blocke jetzt mal meine gute Ecke und spiele ebenfalls hier den Honey. Der scheint mir zu klein zu sein. Er kann natürlich mir hier noch, sagen wir mal so, bis zu 5 Punkten wegnehmen dadurch. Aber, oder vielleicht sind es sogar ein paar mehr. Aber wenn man sich dagegen das Zentrum anschaut, das ist ja deutlich mehr. So, er hat jetzt hier nochmal eine Chance, von hier rein zu winken sozusagen. Ansonsten, wenn er die Chance verpasst, muss er eine brutale Invasion mitten hier reinmachen.
Denn man sieht, wie viel hier geblockt wird. Ja, genau. Da gehe ich davor. Das denke ich, macht er den. Die Frage ist. Ja. Okay. Schönes Stück aus der Mitte. Jetzt ist das das Größte. Wahrscheinlich wird er jetzt hier weitergehen. Ja, genau. Ja, der hat den Nachteil, der ist eben Goethe. Jetzt muss er hier nochmal antworten. Also zumindest wird er darüber nachdenken. Dieser Zug von Schwarz ist korrekt. Der hat den Vorteil, dass er weißes Gebiet in Vorhand reduziert. Er droht ja eine Verbindung zum Stein A. Das Problem bei dem Zug ist, der kommt 30 Züge zu spät, kann man sagen. Also seit ungefähr Zug 70 hätten beide sich um diesen Punkt bemühen müssen. Das heißt, Weiß hätte hier spielen müssen und Schwarz hätte hier spielen müssen, denn dieser Punkt hier ist für beide Seiten so wichtig, so dringend, dass keine Seite den ignorieren kann. Und aus dem Grunde ist der Zug jetzt zu diesem D2-Punkt zwar richtig, kommt aber viel zu spät. Ist Schwarz mit den Centi-Zügen dran? Der wäre jetzt Sente. Okay. Schauen wir uns das mal an. Wo würde es ihn treffen? Ja, hier ist ein Problem mit diesem Schnittpunkt. So, dieser Zug von Schwarz ist nicht korrekt. Der ist übervorsichtig, überdefensiv und das hat was mit der Verbindung dieser Steine A in Richtung B zu tun. Stellen wir uns vor, Schwarz würde jetzt einen viel größeren Zug machen, sagen wir mal den Zug, mit dem man gleichzeitig die Ecke verteidigt und den Rand angreift, und Weiß würde, was keine gute Idee wäre, tatsächlich auf die Idee kommen, hier zu trennen. Dann könnte ja Schwarz jederzeit mit dem Zug diese Steine anbinden und es gäbe kein Problem. Das bedeutet, es gibt gar keine Dringlichkeit, hier zu spielen und deswegen war dieser Zug hier nicht korrekt. Stattdessen
zum Beispiel besser hier spielen, auf C, um zu drohen, an den Rand zu springen und um die Ecke hier zu verteidigen. Davor. So, dieser Verteidigungszug von Schwarz ist zwar lokal begründet, insgesamt aber trotzdem Fehler, weil ein Zug hier als Alternative bei A oder auch hier auf der zweiten Linie irgendwo den Vorteil gehabt hätte, dass man nicht nur eigenes Gebiet verteidigt, wie das hier der Fall ist, sondern man reduziert auch gleichzeitig das Gebiet vom Gegner, von Weiß. Und solche Züge haben in der Regel Vorrang vor einer einseitig defensiven Aktion. Das heißt also, hier zu spielen wäre größer gewesen. So, das ist noch kein Doppel-Atari. Aber er kann hier spielen, hier und dann dort. Also mache ich das. Im Grunde bleibt ihm nicht viel übrig, außer hier eine Invasion zu starten. Aber je mehr Steine jetzt hier stehen, desto schwieriger wird das und jetzt ist es quasi unmöglich. So, schauen wir nochmal. Keine Seite hat Gefangene bisher. Wir hatten gesagt 2, 4, 6, 8, 10, sagen wir mal 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, sagen wir mal 34, 36, 38, gehen wir 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58. Dann 60, 62, 64, 66, 68, sagen wir 70. Und Schwarz hat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dann 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Und hier kommen auch nochmal welche dazu. Also, das ist okay so. Der nächste Punkt wäre, glaube ich, jetzt hier oder hier. Es gibt einiges. Ich finde gut, dass er nach den Vorhandsätzen sucht. Jetzt droht er die zu verlieren. Kann natürlich jetzt sagen, okay, Gegenpunkt ist, ich gehe hier rein.
Aber er hat eben, glaube ich, zugelassen, dass das zu viel Einfluss bekommt. So, der wäre Goethe. Den kann er nicht zulassen. Der ist Sente. Der droht ja die drei abzuschneiden. Dann, was passiert mit dem? Er schiebt mich hier rüber. Ich glaube, der ist auch Sente. Er will nicht, dass ich hier weit reingehe. Der ist Sente. Ihr könnt jetzt hier lang gehen. Der ist letztlich für ihn Goethe, denn er muss jetzt hier nochmal spielen. Ja, er kann mich hier nicht blocken. Er kann natürlich den spielen. Ich spiele Atari, er verbindet und ich spiele hier. Und dann geht er hier vor. Das ist alles möglich. Aber ich glaube, von dem Punkt aus kann ich ja bis zu E19 springen. Bin ich ganz sicher, weil es hier so eine eigenartige Lücke gibt. Aber ich glaube, bis zu E19 ist möglich. Wenn ich das mache und er geht da durch, kann ich das machen? Weiß nicht, ob ich mich da täusche. Er geht hier durch, ich gehe da lang und entweder er lässt mich da durch oder er lässt mich den nehmen.
Okay. Vielleicht kommt er auf die Idee, C19 zu spielen. Nee, das macht er nicht. So, und das nochmal später eine Bürde für ihn, denn er darf natürlich nicht zulassen, dass wenn diese Steine von außen besetzt werden, dass dann Schwarz zum G18 Zug kommt. Ja, der war auch nicht Zente. Angenommen, ich spiele hier und danach das, bringt mich das irgendwie weiter? Wahrscheinlich nicht. Naja, das ist Reverse Sente. Denn wenn Weiß hier spielen würde, würde ich da ja nicht weglassen. So, jetzt wissen wir ganz genau, wie viel Weiß hier hat. 2, 4, 6, 8 Punkte. 10, 12. Dann 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Sagen wir 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. 56 insgesamt, das nicht viel. Er hat natürlich Komi. Also sagen wir 60. Und Schwarz hat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. 40, 42, 44, 46, 48, 50 und dann noch dieses ganze Stück. Ich glaube, da besteht keine Frage, wie dieses Spiel ausgeht. Aber wir gucken mal, ob wir noch was Wichtiges zu tun haben. Man könnte. Ja, ich weiß nicht, gibt es hier noch Sente? Der ist sicherlich ein Zug, den er beantworten wird, aber ich muss ihn ja dann auch beantworten.
Er versucht jetzt hier noch ein paar Punkte zu machen. Also richtig Sente, sehe ich dann überhaupt noch was? Bin ich sicher. Was noch? Hier vielleicht. Ja, ich finde, insgesamt hat mein Gegner ziemlich gut gespielt. Ich glaube, was er ein bisschen vernachlässigt hat, war sich mit der Bekämpfung dieses Einflusses hier zu beschäftigen. Denn wenn man sich jetzt mal anguckt, die Gruppe hier oben, diese Zentrumsgruppe, die hat, nehmen wir mal die beiden weg, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 Punkte. Und man darf ja nicht vergessen, Schwarz hat auch noch an vier anderen Orten Punkte. Hier, hier, hier und hier. Also, das war wahrscheinlich zu viel, das zuzulassen, dass Schwarz hier so viel Punkte bekommt. Da hätte Weiß früher intervenieren müssen. Er kann hier reingehen. Er kann hier hingehen. Er kann das noch machen.
Das alles richtig. Trotzdem ist das in der Mitte zu groß geworden. Hier kann er natürlich noch hingehen. Jetzt mal überlegen, hat Schwarz was davon, hier zu spielen? Angenommen, ich spiele hier, hat er ja nur die Chance, mich darüber zu drücken. Ich sehe hier keine Kombination. Ich würde sicherlich den noch beantworten, wenn er hier spielt. Aber ein Problem für Weiß es auch, dass die Gruppen von Schwarz weitgehend verbunden sind. Also Weiß hat 1, 2, 3, 4 Gruppen und Schwarz hat eine Gruppe und noch eine, hat also 2. Und damit ist die Verteidigung wesentlich effizienter möglich. Hier kann er noch reingehen. Den würde ich auch beantworten. Und letztlich muss er noch hier spielen. So, mal schauen. Gibt es noch irgendwo Centezüge? Nee, aber den kann ich noch machen. Der schenkt mir noch einen Punkt. Ich schätze, dass ich mit mindestens 10 Punkten vorn liege. Wahrscheinlich sogar ein paar mehr. Glaube, viel mehr gibt es auch nicht.
Ja, den hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Ich verbinde. Ich hatte schon so ein bisschen mit dem gerechnet, aber angenommen, ich spiele das, er spielt da unten. Nee, das brauche ich nicht. Mehr passen. Und ich denke, das war's. Ja, sind sogar mehr als 10 Punkte. So, dann schauen wir uns die Partie noch einmal im Überblick an. Also, es ging mit dieser Eröffnung los. Weiß spielt die Zange und entscheidet sich dann dafür, hier am Rand zu kriechen. Also am oberen Rand. Das ist in der Regel keine gute Idee. Bringt zu wenig Punkte und gibt dem Gegner zu viel Einfluss. So, dann ging es hier weiter. Schwarz entschließt sich, diesen Stein gegen den Einfluss zu drücken. Und in so einer Situation ist es oft weise, das zu ignorieren und nicht zu versuchen, lokal zu leben. Denn wir sehen jetzt, als Konsequenz dieses Versuchs, lokal zu leben, entsteht ein zweiter Rand. Wir hatten also hier den ersten Rand, die erste schwarze Mauer, und jetzt kommt hier eine zweite dazu. Und das erhöht die Kraft dieser Steine gewaltig. Das heißt, hier kann sich Weiß nicht ohne Vorbereitung reinwagen und ist dann in der Summe eben diese 1, 2, 3, 4 Punkte, die Weiß hier macht, nicht wert. Also das war keine gute Entscheidung. Jetzt liegt Schwarz schon deutlich vorn und baut seinen Vorsprung aus, indem die Ecken noch bespielt werden. Da gibt es ja häufig viel Territorium zu machen. Und jetzt haben wir eine Situation, in der Schwarz sowohl Einfluss als auch Territorium in den Ecken besitzt. Und das ist sehr schwer zu kontern. Natürlich versucht Weiß da reinzukommen. Geht auch nicht zu weit, das ist alles in Ordnung. Man sieht aber trotzdem, bleibt ein ganz schöner Batzen in der Mitte für Schwarz hängen. Also dieses Gebiet, wenn man das hier zusammenrechnet, das sind eben zwischen 30 und 40 Punkte. Hier, hier, hier und hier hat Schwarz ja dann auch noch Gebiet. Also das ist sehr schwer zu kontern. Und zum Ende der Partie konsolidieren beide Seiten ihre Grenzen, und das ist klar ein Vorteil für Schwarz. Weiß hätte zumindest versuchen sollen, hier noch einzudringen. Vielleicht wäre noch ein Ko möglich, um das Gleichgewicht der Territorien ein bisschen zu verschieben. Hat Weiß aber nicht gemacht, und deshalb ist es dann am Ende ein recht komfortabler Vorsprung für Schwarz. Ja, es gab auch keine abrupten Wechsel in der Partie. Es war jetzt also nicht so, dass die Führung, was die Territorien betrifft, stark hin und her schwankte. Schwarz war ziemlich von Anfang an im Vorteil und hat das auch bis zum Ende der Partie behauptet. Ja, hat mir Spaß gemacht, war eine schöne Partie. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zugucken. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.